So, da sind wir wieder. Remind yourself. Glaubt ihr schafft das? Nö. Ja, sicher. Doch. Das war eine Frage. Oh, das ist aber eine Ankündigung. Hallo. Na dann. So. Yo. Schauen wir uns die Map doch mal an. Schussfahrt. Was für ein Ding? Hä? Ey. Das ist wieder so ein Crap, wo Jeder man die gleiche nicht Reaktion. weiß, wo es. Ja, ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Das könnt ihr gleich sagen. Ah, hier geht's lang. Nein! Okay, da geht's wohl nicht lang. Ah, hier, nein! Vielleicht sollte ich mich mal mehr an den Pfeilen orientieren. Ich glaube, da geht's lang. Das wäre eine Möglichkeit. Der Pfeil sagt da, dann fahre ich da auch mal lang. Genau, dann müsste es da runter gehen. Aua. Alter, was war ich für ein Stiefel zusammen jetzt auf einmal? Dann da und dann da, dann da. Alter, die ist verwirrend, die Strecke. Angeblich kann man schon Deswegen im remind Ziel yourself. sein. 20 Sekunden. Oh nee, und dann noch ein Sprung am Ende. Wie? Alter. Lass es mich in wenigen Worten zusammen. Egal. Ja, gibt's schon auf, ne? Ey. Ich gebe auch das jetzt auf. Bodo hat's aufgegeben. Ach, da ist das Ziel, ey. Oh, ich bin doch noch durchs Ziel gefahren. Vierter. Was? Okay, krass. Naja, Gleich ich nicht stehe mehr. unterm Ziel. Ja, da habe ich auch gedacht, Das ist stehe auch ich, eine aber es hat irgendwie Möglichkeit. trotzdem gezählt. Okay. Sehr unfair. Ach, wie schlecht ich schon wieder fahre. Wieso Und wird es bei trotzdem bin euch ich besser als gezählt? vorher. Was ist da los? Wieso wird es bei euch gezählt, wenn ihr unterm Ziel Ich seid? bin doch gar, Was ich ist bin, denn es hat bei mir nicht gezählt. so? Oh. Bei mir schon. Ja, siehst du? Ja, das ist mir wurscht, was der Bodo kann. Ich kann's nicht. Beängstigend sollte dich das. Ja. Beängstigend Vor allem, dass du manchmal. auf Platz 4 bist. Gut, jetzt nicht mehr, aber. Allein die Tatsache, dass das mal war. Ich versuchte mich da jetzt auch unter das Ziel zu Alter, mogeln. ich komm da nicht hoch. Ich komme da auch nicht hoch. Fünfter, Bodo ist Fünfter. Das ist Bodo, ja was abgefahren. machst du richtig Superb, würde ich da mal sagen. Arschlecken, superb. So, und wenn ich jetzt einmal hier diese Scheißkurve mal gescheit nehmen würde, dann könnte ich da auch hochkommen. Verdammt! Verdammt. Ja, ich bin im Ziel. Verdomme. Wie? Ah, oh, fuck. Ach, das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht, ich bin hinter Wen Bodo, willst du ja. gescheit nehmen? Ja, die letzte Kurve würde ich mal gescheit nehmen, damit ich den scheiß Sprung schaffe. Komm, das war doch jetzt nicht schlecht, oder? Nein, warum drücke ich denn auf zurücksitzen? Poller hängen, ey. Nein, das geht da nicht. Fuck! Hey, immerhin Das geht Elfter. doch nicht. Und ich bin auf Platz 500.000, meine lieben Freunde. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Punkte Jawohl. kriege, ist das Abo-Rennziel erfüllt. Meins ist schon seit gefühlten 300.000 Parts erfüllt. Ach so, doch schon so viel. Wie weit muss man denn hier nach außen fahren? Ach, ist doch Crap. Das ist wirklich Crap. Das war Alter, ich einfach bleib eine genau auf einer mega lange. Kante hängen, ey. Bist du ins Ziel geflogen, Wolf? Nö. Nö, ich bin auch unten durch. Kackfrech. Einfach nur, weil ich's kann. Aber. Boah! Scheiße. Okay, ich hab. Also Ein wieso bisschen wird verbessert. diese Boah, verschissene Bonus vor Zeit. mir, Drecksscheiße. Das war ja schon die ganze Zeit, ne? So, letzter Versuch, würde ich sagen. Ja, ich bin schon wieder viel zu unkonzentriert. Wenn der Sprung halt einfach mal klappen würde, wäre das alles kein Problem. Ja.
Same here. Ach, BÄM! Der Sprung hätte fast geklappt. 12 da! Mann, du Drecksausprung! Yes, auch wenn ja, ich das ja, jetzt schaffen sie es auf einmal alle. Bis zur letzten Runde haben sie gewartet, oder was? Ja. Um mich noch von der ersten Seite zu verdrängen. Fuck, 14 dann nur noch. Krasser Scheiß. Wie Olli nicht im Ziel. Jawohl, da holen wir auf und da ist er, Wolf Hans, unter den 500 besten 1000. Danke. Nein, du bist bei mir 500.478. 498. Bei mir auch. Ach komm, redet doch. Ja. Bei mir ist halt schon realisiert. Nein, sorry. Du bist 500.478. Bei mir auch. Nee, ihr seht's gleich, 498.000. Und Bodo hat's auch bald. Ach. Bodo holt auf. Bodo holt auf. So, die letzten Runden dieser Runde. Nee, ja. Wolf, du bist bei mir immer noch 500.478. Ja, und ihr seid forever alone. Ja, du auch. Und diese Map vielleicht auch. Multilab. Ja, geil. Ist das so? Mhm. Das glaube ich nicht. Warum ging meine Boah. Die Kurve ist krass. Oh, es ist wirklich Multilab. Boah, die ändern das noch. Wahnsinn, ey. Ja, das ist doch mal auch was anderes, ne? Das ist das, wo man mit einem mit Fliegen im Start oder was? Ja. Nur fliegender Start bringt da nichts, weil da so eine eklige Kurve ist. Oh, ich hatte Zwischenzeiten vom Vierter, verdammt. Achter bin ich aktuell. Fünfter. 26. Glückwunsch, Bodo. So, ich muss den fliegenden Start einfach mal nutzen. Aber ich schaff's nicht. Ich mache jetzt mal eine andere Taktik. Ich bremse jetzt davor mal ab und greife schon vor und lass mich. Ja, genau, das hatte ich auch gerade vor. Sowas. Jawohl! Okay. Und zack, okay. Gleich mal 24 Hundertstel schneller. Ja, bei mir 20. 23. Aber die letzte Kurve versaut wieder alles, glaube ich. Ja. Fuck. Ich fahre das Ganze jetzt mal rückwärts. Rückwärts? Hat's der Olli nicht mehr nötig zu fahren, oder was? Das zählt genauso. Ja, und? Ich meine sogar, dass rückwärts schneller ist. Was? Ja. Nein? Ach so meinst du, so willst du in die Kurve rein? Ja. Ach so. Ah, raffiniert. Nee, finde ich scheiße. Scheiße, das war eigentlich dumm, dass ich das jetzt gedrückt habe. Oder nein, wartet mal. Nee, doch, das war dumm. Vergesst es. Vergesst es. Also ich bin definitiv eine Sekunde langsamer, wenn ich... Okay, hier muss ich aufhören zu bremsen. Das geht auch so. Hier muss ich, glaube ich, recht spät erst bremsen. So, und genau... Oh nein! Dann schon kann ich die Runde vergessen. Sowas hasse ich, wenn du direkt ins Ziel fährst und die erste Kurve schon versaust. Ist alles gegessen gleich. So, jetzt kann ich die Kurve hier nochmal üben. Ja, Mann, so muss ich die Kurve üben. Nein, diese beschissene Kante. Gerade eben habe ich die Kurve extrem geil genommen. Oh nein, was mache ich denn? Das kann ja nichts werden. Wo ist Olli eigentlich? 14.
14. Ich guck hier den Berg hoch, ey. Ja, bin auch schon mal gegurkt. So, hier wollte ich es ohne Bremsen machen. Okay, komm, die habe ich doch jetzt ganz gut genommen. Ich habe mich nicht verbessert. Wenn du die erste Kurve nicht richtig nimmst, dann hast du einfach mal zwei, ist nicht nur die Runde versaut, sondern ist die danach auch nicht, auch direkt versaut. Ist alles versaut hier. Geil. Ja. Schon wieder eine Runde versaut. Das gibt's nicht, ich verbessere mich einfach nicht ums Verrecken. Boah, die habe ich jetzt aber geil genommen. Okay, die endlich wieder blaue Zahlen. 21 Hundertstel. Komm schon. Ja, Mann! Oh, was? 21 ist denn nur? Oh mein Gott. Was für eine Scheiße. Und das war's. Ärgerlich! Boah! 21. 18. Vor Wolf. Nein. Nein. Vor Brunnen. Ihr seid. Alter, aber einer. Ich hab die gleiche Zeit wie Olli. Das ist unfair. Nur weil ja, er geil. Kein Sonderzeichner macht. Aber dafür gibt's Punkte, Mann. Ja. Jetzt bist du bei so, mir. So, jetzt ist Wolf. Besten. Genau. Ja. Ich habe jetzt schon 494. Ich sage, bei mir, bei einem selbst wird es halt gleich addiert, bei dem anderen erst eine Runde später. Oh Gott! Oh oh, was das kommt? Sieht aus wie richtiger Crap. Speed-Test! Wolf, wann kommt Angry Birds? Tja, Angry kenne ich leider nicht. Dieses Spiel wird niemals kommen. Birds. Niemals! Kommt dein Scheißspiel, Mann! Was ist das denn? Wer dieses Spiel im Handel findet. Dann LPs, ja. Dem zahle ich einen Kasten Bier. Auch wenn er noch nicht 18 oder 16 ist. So. Kennt einer die Strecke? Checkt einer die schon? Nö. Cool. Ich werde mir auch gleich das GPS angucken müssen, fürchte ich. Ich will's so und dann werde ich einmal laut lachen, weil ich es lächerlich finde, was man hier machen muss und dann okay. Werde ich's machen. Oh Gott. Ich versuch's nochmal ohne GPS. Ja, ich ja, auch. Genau. Wenn ihr die mach Strecke ich ohne GPS. Was? Ja! Ah! Nein! Ja, die Strecke ist echt scheiße. Oh, ich hab den. Nein! Einfach durchs Loch. Ich bin auch zum ersten Mal durchs Loch jetzt. WTF, wie soll man denn da hoch, ey? Mhm. Okay. Ich bin auch das erste Mal durchs Loch. Cool, alle keine Jungfrauen mehr. Waren wir jetzt alle einmal im Loch? Gott sei Dank. Hey, cool, wir sind noch. Okay, das ist eklig. Boah, fuck, man, wie soll man da hoch? Oh, immer wenn ich im Loch bin, lande ich auf dem Kopf. Oh Gott, ey. Ja, Bodo, das kenne ich nicht. Oder mal, was ist das falsch, echt? Boah, oh Mann, ey. Oh, es ist unfassbar, ey. Es ist unfassbar. Mhm. Die Strecke ist gar nicht so scheiße, aber sie ist halt schwer. Die Strecke ist unfassbar scheiße. Nur weil ihr sie nicht könnt! Es alle, die sich beschweren immer, sind alles Lappen, ihr könnt's bloß nicht. Zum Kotzen so mal. Was heißt hier, ihr? Ich hab mich doch nicht beschwert, das ist Bodo. Ja, ich meine auch nicht unbedingt dich, sondern auch diverse andere Gurken. Ist gut. Achso, weil wir sind schon wieder auf dem Kopf gelandet. So, ich mach einfach mal GPS an für alle, die die Strecke nicht kennen. Und dann sagt mir nochmal, dass die Strecke gar nicht so schlecht ist. Die ist einfach nur schwer.
Da durchs Loch, läuft. Dann darüber, dann da hoch, man braucht halt Vollspeed. Und dann darüber, ja mein Gott, man muss es halt können. Die Strecke heißt ja auch nicht umsonst Speedtest. Ja, also was also ich finde die extremst cool. Das ist sie ja auch. Was wäre? Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Werde ich mir jetzt auch direkt runterladen. Ja, du musst Speedtest machen, Mann. Ach, einen Speedtest muss ich machen. Wenn du das nicht machst, kannst du die Strecke nicht schaffen. Ich fahre die ganze Zeit hier mit Tempomat. Ja, jetzt sagst du was. Hardy hat es geschafft. Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, Respekt. Mit was für einer Mörderzeit. Ja, wenn man einen Speedtest macht, dann geht das auch. So, Beast hat's auch geschafft. Achso, Beast hat's vorher schon geschafft. Mann, oh Mann, oh Mann, ich kann die auch schaffen, Mann. Jetzt mal ernsthaft, ich habe keine Strecken auf den Server geholt, die ich nicht irgendwie schon mal geschafft habe. Ja? Das hätte ehrlich gesagt mal ein Videobeweis, wie du dieses Level geschafft hast. Ja, das zeige ich dir dann schon. Früher oder später. Ich mache halt jetzt gerade keinen Speedtest. Da kommst du gar nicht Speed durch. Mann! So, letzter Versuch nach den Richtzeiten. Boah, fuck, Mann. Ich will wenigstens mal diesen Sprung schaffen, ey. Ja, alles andere ist, glaube ich, nicht mehr so schwer. Oha, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Ey, nur drei Leute! Diese Strecke wird auch nie schlechte Bewertungen bekommen, weil es keiner schafft, diese Strecke zweimal zu schaffen. Tja. Alter! Schlecht. Ach ja, Server Rang 9 mittlerweile. Bitches. Aha. Glückwunsch. Dankeschön. So, meine lieben Freunde, das war es. Es ist 21 Uhr, wir haben um 16 Uhr angefangen. Das waren jetzt 5 Stunden Abo-Zocken. Und wenn ich da schon wieder sehe, was für undankbare Menschen in diesem Chat rumlaufen, da könnte ich steil gehen. Und zwar nicht auf die ich sauf so viel Bier, bis ich nicht mehr laufen kann Art, sondern weil es mich aufregt, ja? Muss jetzt einfach mal sagen, ich opfere 5 Stunden, um mit euch hier zu fahren. Und mal ganz ehrlich, die ganzen Leute, die keinen Spaß hier im Chat haben, scheinbar, geht halt einfach. Da warten ein Haufen Leute. Der Server ist voll. Es gibt garantiert einen Haufen Leute da draußen, die die Chance gerne mal nutzen wollen. Nein, stattdessen fahren Leute mit, die scheinbar überhaupt gar keinen Bock haben. Und ich finde es einfach auch eine Frechheit zu behaupten, wie zum Beispiel, ich habe, ohne Witz, ich habe mir mehrere Wochen habe ich mir genommen, um über 100 neue Strecken auf diesen Server zu bringen, damit einfach mal ein bisschen Abwechslung herrscht und nicht irgendwie was anderes ist. Und dann kann es natürlich mal vorkommen, dass der eine sagt, ihm fehlt die Strecke oder die neuen sind scheiße. Aber permanent zu behaupten, auch zum Beispiel, dass ich es nicht lesen würde, ja, und dass es mich in Scheißdreck angehen würde, das ist sowas von unerhört, ja, nur am Jammern. Zum Beispiel wird sich die Strecke Blizzard gewünscht. Mal ganz abgesehen davon, dass ihr von den 109 noch gar nicht wissen könnt, ob die weg ist, ja, wird nur gejammert. Ich habe mir echt Mühe gegeben, damit hier mal was am Laufen ist. Und dann lese ich halt zum Beispiel, dass diese beiden Strecken, die jetzt weg sind, wieder kommen sollen. Ja, dann mache ich das auch für die nächste Runde. Und ich nehme auch die Strecken, die euch nicht gefallen haben, weg. Aber permanent dieses Rumgeheule geht mir auf den Sack und da frage ich mich echt, warum ich eigentlich meine Zeit dafür opfere. Ganz ehrlich, muss ich einfach mal so sagen. Und ich habe mittlerweile fast 15.000 Abonnenten und deswegen lehne ich mich nicht zurück und ihr geht mir einen Scheißdreck an. Nein, ich versuche mich immer noch auch privat und persönlich um euch zu kümmern. Aber bei sowas hört es dann auch bei mir irgendwann mal auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist okay, dass sich beschwert wird, aber dann nicht 5 Stunden hier rumheulen, sondern für die Leute Platz machen, die noch nicht die Chance hatten, mit mir zu zocken. So.
So viel mein Statement. Ich danke Bodo und Olli, dass sie da waren. Es waren geile 5 Stunden. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns garantiert bald wieder. Ihr dürft euch verabschieden. Ciao. Ciao.